Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus dem Berner Kirchenfeldquartier. Wir haben folgende Themen für euch parat: Das erste Schweizer Kinderhospiz, traditionelle Tänze und Wahlkampfknatsch zu Bern. Im August ist in Riedbach bei Bern das erste Schweizer Kinderhospiz aufgegangen. Der Geschäftsführer André Gloser erklärt, wieso wir im europäischen Vergleich hinterherhinken, wenn es um die Thematik von Sterbehilfe bei Kindern geht. Im Beitrag von meiner Kollegin Denise Jakob stellt er euch die ganz spezielle Institution vor. Sterbende Kinder ist ein Tabuthema, sowieso. Und wir hoffen, dass man das einfach ein bisschen aufbricht, dass man über das redet. Wir reden über Palliativcare, aber der redet man eigentlich immer über Sterbehospiz. Und das Kinderhospiz ist kein Sterbehospiz. Hier wird in erster Linie gelebt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Eltern keine Berührungsangst haben, mit ihrem Kind an so einen Ort zu kommen, wo sie nach einer Woche oder zwei Wochen bleiben und dort die Pflege und die Betreuung bekommen, die sie verdienen. Kinderhospiz gibt es ja schon ganz viele, in Europa über 130. Einfach in der Schweiz hat es bis jetzt noch keines gegeben. Dass wir jetzt das dürfen ändern dürfen, ist natürlich extrem wichtig, in erster Linie für die 10'000 Familien, die es gibt in der Schweiz mit lebensverkürzenden, kranken Kindern. Was das heisst für die Familie, das ist 7x24 Stunden Pflege, über Jahre hinweg vielleicht, weil die Kinder die können 3, 5, 10 werden, 15 werden. Und darum ist das nachher eigentlich ein Ort, wo sie sich können einfach mal hineinbegeben können, wo sie können Ruhe finden und wir kümmern uns um das kranke Kind. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass sie Entlastung bekommen können. Die Politik sagt immer, 10'000 Kinder ist eine kleine Menge. Wenn man das den Eltern sagt, diesen 10'000, dann weiss ich nicht, wie die reagieren darauf, auf so eine Aussage. Ich finde, die 10'000 Familien haben es verdient, dass man sich um sie kümmert. Kinderhospiz werden finanziell nicht unterstützt. Also wir bekommen keinen einzigen Franken vom Kanton und vom Bund. Das ist alles spendenfinanziert. Die Politik zahlt keine Entlastung. Aber die Familien brauchen das, weil wenn das belastete Familiensystem zusammenbricht, dann haben wir Eltern, die darunter leiden, die vielleicht Folgekosten, wenn die Familie zerbricht oder auseinanderbricht, die sind viel, viel höher, als wenn man jetzt hier würde mit unterstützen und die Familie halt eigentlich wirklich dort helfen. Das wäre eigentlich ein ganz konkreter Wunsch. Wir haben in erster Linie Kinder mit Geburtsgebrechen hier und die laufen über die IV. Und dann können wir hier Pflegstunden, Pflegminuten abrechnen mit der IV. Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich, je nachdem, wie die Abklärung aussieht und die Verordnung aussieht. Das gibt sehr viel administrativen Aufwand. Der Kanton Wallis macht das ganz anders. Die sagen, wir zahlen im Hospiz in Wallis 680 Franken Tagespauschale. Und das wäre eigentlich etwas, was wir anstreben, dass man das auch hier im Kanton Bern für die Erwachsenen- und Kinderhospiz so gestalten könnte. Weil die Kinder, die hier bei uns sind, die müssen in der gleichen Zeit nicht im Spital sein. Tag im Spital kostet 2'500 Franken, locker. Wir gehen davon aus, dass ein Tag hier bei uns etwa 1'100 Franken kostet. Also wir können Geld sparen, definitiv, wenn man Kinderhospiz entsprechend so verwendet. Es ist eine Ergänzung im Gesundheitssystem. Neben den Spitälern, neben den Spitexen, ist das einfach ein stationäres Angebot, das genau für das ist, Kinder und Familien, die stark belastet sind, eine schöne Auszeit zu geben. Traditionelle Tänze sind wieder im Trend. Denise Jakob hat beim Heimatabend vor der Trachtengruppe Ostermundigen vorbeigeschaut und wollte herausfinden, was am Tanzen fasziniert und welche Rolle lange Unterhosen dabei spielen. Also ich kann sagen, in der heutigen Zeit, wer als Mann kann tanzen, hat gewonnen bei den Frauen. Da ist man sehr, sehr schnell sehr, sehr begehrt. Was bedeutet dir Tanzen? Ja, es ist eine Abwechslung und man hat Kollegen, die man jede zweite Woche sieht und trifft und mit denen ein bisschen Freude hat und kann tanzen. Mein Lieblingstanz, das ist das Wunder. Das ist ein ganz, ganz fägiger Tanz, ein kleiner schnellerer eigentlich. Und vor allem hat er ganz, ganz schöne Figuren und eine mega schöne Melodie, wo, ja, wenn ich die Melodie höre, dann, ich spüre, wie ich einfach
so halb so schwer bin wie vorher und einfach gleich mitgehen kann. Vor allem, dass wir es gut haben miteinander. Dass wenn Fehler passieren, dass es halt eben nicht ein Weltuntergang ist. Dass man gegen erwähnen, dass sie nicht den Gering abschreissen, wenn etwas passiert. Dass wir lachen zum Tanzen. Natürlich tun wir die Schritte möglichst genau machen und die Figuren möglichst genau machen. Es hat etwas wie eine Leidenschaft. Durch das Tanzen fühlt man sich frei. Was ist denn die Freiheit? Die Freiheit, sich einfach der Musik herzugeben. Es ist der Körper von den Noten leiten. Das ist ein berauschendes Gefühl für mich und ich würde es nicht missen. Vor dem heutigen Abend hast du Tracht angelegt. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es war halt schon ein Murks, reinzukommen. So. Aber es ist gleich ein schönes Gefühl, dass man wieder Tracht anlegen kann und es schön aussieht. Also, was ist denn der Murks? Ja, halt einfach hier beim Mitglied zuzutun und alles. Ist halt, weil ich es allein angelegt habe, alles, ist halt recht schwierig. Das Zweite würde es besser gehen, aber ich hatte heute die Möglichkeit nicht gehabt, dass mir jemand helfen kann. Also, ich sage, dem muss man genau wissen, welche Reihenfolge das am Schluss gut kommt. Und wie lange hast du denn, für die Tracht anzulegen? Heute habe ich aber Zeit gestoppt, dass ich morgen besser weiss, wenn ich anfangen muss. Und dass dann alles gestummt hat, waren so 45 Minuten. Die langen Unterhosen, was für ein Thema ist das bei euch in der Trachtengruppe? Das ist ein Thema, das ich ab und zu anspreche, aber ich gehe nicht unter den Rock schauen, ob es so ist oder nicht. Ich schaue, ob das Gärnchen gerade hocken, das tut man bei allen ein bisschen gelüsseln, oder ob sie Broschen haben. Wenn du mit einer Frau, die eine Tracht hat, das Tanzbein schwingen, schaust du dann zuerst, ob sie lange Unterhosen anhat? Immer, ich hab es. Es ist wieder Wahlkampf in Bern. Da gehören auch mal politische Sticheleien dazu. So wirft die Mitte-Partei am rot-grünen Mitte-Bündnis vor, keine echte Mitte-Politik zu betreiben. Über diesen Vorwurf kann der Stadtpräsident Alec von Graveried nur lachen. Im Beitrag von meinem Kollegen Pablo Sulzer hören die Stimmen aus allen politischen Lagern. Ist das für euch eher ein Angriff oder einfach so ein kleiner Wahlkampfstichelei? Es ist purer Wahlkampf und wenn ich wegen dem angegriffen werde, wenn das das Schlimmste ist, was ich Posten habe in der letzten Zeit, also dann finde ich, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Sagen Sie zu dieser Thematik. Ja, ich denke, als Mitte-Partei ist es ärgerlich, wenn man natürlich eine Rivalin hat, die sich Mitte nennt, aber eigentlich gar nicht die politische Mitte vertritt. Ich verstehe ein bisschen den Unmut, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie sie das angehen wollen, ob das jetzt wirklich realistisch ist, dass sie den Namen von heute auf morgen aufgeben, weil es ist natürlich auch ein bisschen Marketing. Und ich verstehe eigentlich beide Seiten ein bisschen. Ihr habt das Anliegen formuliert letztens, dass nämlich das rot-grüne Mitte-Bündnis das Wort Mitte nicht drin haben darf, weil sie ja nicht mit der Politik machen. Ist das ein ernstes Anliegen? Das ist natürlich sehr ein ernstes Anliegen. Wir finden, die Wählerinnen und Wähler in der Stadt Bern sollen nicht von einer Mitte auf einem Plakat, um einem Flyer in die Irre geführt werden, wenn dahinter gar nicht Mitte-Politik steckt. Und darum, natürlich mit unserem Namen fühlen wir uns auch legitimiert, die Forderung zu stellen und haben die für alle Wählerinnen und Wähler in der Stadt Bern gestellt. Wie geht ihr mit dieser Forderung um? Ja, ich verstehe es natürlich, dass es sie ärgert, weil sie heissen Mitte. Aber RGM gibt es schon viel länger. Rot-Grün-Mitte gibt es schon seit 32 Jahren. Die Mitte-Partei ist erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegründet worden. Und seither heissen sie Mitte. Es hat vier Mitte-Parteien gegeben, die RGM mitgegründet haben. Das war die junge Bern, das war die Freie Liste, das war die EVP und das war der Landesring. Und nur die EVP hat jetzt das Bündnis verlassen. Die drei anderen Parteien, die sind der GFL und die GFL ist eine klassische Mitte-Partei. Wir fordern wirklich, dass das M rausgestrichen wird, dass das Bündnis ganz klar mit einfach ihren zwei Farben, und das sind Rot und Grün, in den Wahlkampf gehen und da Farbe kennen. Als Beobachter kommt einem vor, dass das Anliegen von Mitte auch ein bisschen
ein Marketing- oder ein Kommunikationsstunt ist, um ins Gespräch zu kommen während des Wahlkampfs? Ich denke, es ist nicht gelungen, da etwas aufzugreifen, wo immer wieder eigentlich das Thema ist, wo man eigentlich schon lange sagt, dass ja RGM eigentlich mit das M gar keine richtige Mitte ist. Ja, das müssen sie schlussendlich selber entscheiden. Ich bin nicht Mitglied der Mitte-Partei, aber ich denke, es ist nicht gelungen, sicher mal wieder einen Nagel einzuschlagen und darauf aufmerksam zu machen, dass RGM eigentlich rot-grüne Einheitsbrei ist und nichts mit Mitte zu tun hat. Welche Themen definieren eurer Meinung nach eine Mitte-Politik, eine städtische Mitte-Politik? Ich würde zwei Themen ansprechen. Das eine ist zum Beispiel Verkehrspolitik, wo wir ein Miteinander statt ein Gegeneinander haben wollen. Mobilitätsformen wie Fußverkehr, Veloverkehr, aber auch der motorisierte Verkehr soll nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern wir sollen die Lösung finden, dass alle sich in der Stadt Bern frei bewegen können. Und das zweite Beispiel wäre Wirtschaftspolitik. Wir wollen, dass weiterhin ein Gewerbe in der Stadt Bern möglich ist und dass die nicht in die umliegenden Gemeinden ausgedrängt werden. Wie sieht für euch eine städtische Mitte-Politik in Bern aus? Ja, es ist natürlich die Politik, die ich mache. Ich habe den Eindruck, ich mache eine Mitte-Politik. Ich bin mit in der Gesellschaft, mit in der Politik und entsprechend mache ich eine Mitte-Politik. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama aus Bern. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr wie gäng bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Metro News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform am Montagabend. Schön, dass Sie eingeschaltet, meine Damen und Herren, am 21. Oktober. Ja, ein bisschen Nebel hat es im Flachland heute am Vormittag, aber sonst haben wir einen goldigen Oktobertag können geniessen. Wir sehen es zum Beispiel auch hier in Spiez. Morgen haben wir ganz ein schwaches Tief, das uns streift. Das zieht hier von Frankreich über Deutschland Richtung Ostsee. Vorübergehend erreicht uns ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Ein veränderlicher Tag, der morgen auf uns zukommt. Am Vormittag ein Mix aus paar sonnigen Abschnitten und Wolken. Und lokal sind auch einzelne Regenspritzer möglich. Temperaturen morgen Morgen bei 11 bis 12 Grad. Am Nachmittag wird sich nicht allzu viel ändern. Auch hier gibt es zwischen dichten Wolken ab und zu ein bisschen Sonne. Wir müssen aber genau wie am Vormittag am Nachmittag mit einzelnen Regengüssen rechnen. Sicherheitshalber also morgen einen Regenschutz dabei hat. Temperaturen reichen um die 17 bis 18 Grad. Das ist recht mild für die Jahreszeit in Begleitung von einem schwachen Südwestwind. Ja, die Temperaturen ändern sich in den nächsten Tagen dann generell wenig bis ja, nicht viel oder nichts. Wir sehen also um die 15, 16 Grad, die wir erreichen bis am Freitag. Teilweise ist es hochnebelig im Flachland. In den Bergen wird es dann wieder sonniger und es bleibt weitgehend trocken. Als Wochenende zum Teil ja, sonnige Abschnitte, es gibt speziell in den Bergen. Im Flachland teilweise auch Nebel und auch ein paar dichtere Wolken, die ab und zu durchziehen. Es sollte aber mehrheitlich trocken bleiben und wenn es ein bisschen Regen gibt, dann am ehesten am Samstag. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J. Montagabend, danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.